Was kostet so ein Teil eigentlich bei dir? Hm? Interesse? Du kommst auch einen Familienrabatt. Auch wenn du den nicht nötig hast. Du, Ben, genau genommen... Hey. Hi. Genau genommen was? Du, genau genommen stehe ich mehr auf so moderne Rennmaschinen. Oh ja. Du hast immer schon mehr Geld als die. Bin gerade auf dem Weg, Lilly abzuholen. Da wollte ich mal vorbeigucken. Du, das kann gerne ich machen. Ich wollte eh noch mit der kleinen Bolzen gehen. Oh, wirklich super. Da würde sie sich total freuen. Cool. Mach ich. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und? Weißt du schon, wann du deine Geschwister kennenlernst? Inken wollte das gerade per Videokonferenz einleiten. Ich habe gekniffen. Und warum? Weiß ich nicht. Lampenfieber. Ja. Albern? Ich weiß, was du denkst. Du fragst dich, ob die sich wirklich freuen, eine neue Schwester zu bekommen, oder? Das glaube ich sogar. Aber was ist... Was ist, wenn sie mich nicht mögen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder wenn ich sie nicht mag? Inken freut sich so darauf, eine große, glückliche Familie zu haben. Und ich mich eigentlich auch. Sprich doch einfach mal offen mit Inken darüber. Ich bin mir ganz sicher, dass sie dir deine Ängste nehmen kann. Okay? Hand, 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 Hand. Okay. Habt ihr Spaß? Ja. Rote Karte. Okay, die Gelbe hat's auch getan, aber der Schiri macht die Ansagen. Also, Ball her. Platzverweis, Papa. Ja. Alles klar, ihr habt Spaß. Ja, du musst dir noch aufschreiben, wer gefault hat. Das war der Papa. Du machst dich richtig gut als Onkel. Ja. Oh. Und bleibst du noch ein bisschen oder... Oder macht dein Trainer schon wieder Druck? Ha? Oh, warte mal ganz kurz. Sekunde. Hallo. Herr Flickenschild, na? Was kann ich für Sie tun? Egal, ob wir ein Mädchen oder einen Jungen bekommen, wir werden beide lieben. Mädchen machen es einem aber leichter. Hey. Hi. Hey. Bodo, auf dem Gut ist eine Dachrinne abgerissen. Die muss repariert werden. Ha? Du bist Elektriker. Ja, du bist Klempner. Das kriegen wir schon hin. Komm. Du, das ist ewig her, dass ich was handwerklich gemacht habe. Wir reden hier von einer simplen Dachrinne und nicht von irgendeiner Entwässerungsanlage. Das hast du doch mal gelernt. Das kriegen wir schon hin. Ja, aber ich soll ja auf Lilly aufpassen. Ach so, das können wir übernehmen. Ja, wir sind dankbar für jede Übungseinheit. Also, solange es ein Mädchen ist. Du siehst es, so klasse. Komm. Ja, lass mir den Schaden begutachten. Dann kann der Flickenschild auch beruhigt in seinen Urlaub fahren. Na, kleine Maus, hast du Spaß mit Onkel Bodo gehabt? Ja. Bodo mit dem Ball? Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Kein Ding. Bis jetzt haben wir uns den Schaden nur angesehen. Aber die abgerissene Dachrinne ist schnell wieder angebracht. Naja, wie das Regenwasser in die Pferdeboxen läuft, das geht gar nicht. Ja, wir kümmern uns drum. Achso, Herr Flickenschild, wir haben es noch ein bisschen umgesehen. Da gibt es noch ein paar andere Teile, die demnächst zu tropfen anfangen. Regenrennen? Ja, durchgerostet oder halb abgerissen. Wahrscheinlich von den Ästen. Ach so, und bei zwei Fallrohren, da fehlen die Schellen. Beim nächsten Sturm sind die ab. Ja, könnten Sie das nicht auch reparieren? Also, ich habe gerade in der Werkstatt mit meinem Motorräder genug zu tun. Ich bin gerade auf dem Weg ins Burgenland und ich habe keine Zeit, mich um meine Fachwerkstatt zu kümmern. Also, Fachmann bin ich jetzt auch nicht, aber mein Bruder hat Klempner gelernt. Könnten Sie das übernehmen? Ja, ich glaube, das wird nichts. Ich muss mich mal langsam wieder bei meinem Trainer melden. Ach, komm schon. Ich sitze momentan ohnehin nur auf der Bank. Er hat mehr als einen halben Tag Arbeit. Ist das für ein Fachmann wie dich nicht? Außerdem, ich zahle gut und sie wird mir einen riesen Gefallen tun. Ja, dann muss ich ja wohl. Ja, so kenne ich dich. Der Stallbursche draußen, der zeigt Ihnen, wo Sie alles finden. Werkzeuge, Leitern und so weiter. Berger kennt sich hier aus. Der Flickenschild. Schönen Urlaub. Ja, den werde ich haben. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja. Das ist gut sein, aber glücklich gemacht. Da bin ich ja froh.